Denn Kriwaszewski ist bei mir. Du kommst von Asshausen, ne? Du bist also ein Kind dieser Fusion. Korrekt. Genau. Und heute im Sturm gespielt natürlich und gefährlich zweimal getroffen, die SG wieder ins Spiel gebracht. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen? Erste Halbzeit war natürlich schwierig. Der frühe Rückstand hat uns ein bisschen aus dem Kurs gebracht. Dann haben wir versucht, vor der Halbzeit noch das 1-1 zu machen. Dann stechen die natürlich uns das 2-0 rein. War schwierig, deswegen haben wir eine Halbzeit dann umgestellt und ja, es hat Früchte getragen. 2-2, jetzt im Nachhinein tut es natürlich verdammt weh, in der letzten Minute das 2-3 zu bekommen. Aber ja, ist ärgerlich. Hätten wir vielleicht das 2-2 mitnehmen sollen. Ja. Und zwei wunderbare Buden. Hast du sofort gewusst, dass die reingehen, wo du sie getroffen hast? Oder ist das Instinkt oder wie hast du das gefühlt? Ja, der zweite, der war natürlich für so ein Freitagsspiel echt in Ordnung. Geht immer gerne so mit. Der erste, ja, angenommen und dann einfach aufgehauen. Ja, und für dich hier so das erste Heimspielpunktspiel, ist das so, dass du das? Das erste Heimspiel. Und wie hast du das wahrgenommen heute hier? Es war eine geile Stimmung. Es hat Spaß gemacht. So ein Abendspiel ist immer schön. Gerne, gerne wieder. Genau. Also ich weiß, der heutige Abend für euch wird da nicht mehr schön, aber trotzdem für die Saison alles Gute. Danke. Ja, und weiter solche Buden machen. Klasse. Danke. Ja. Ja, und Michael Welke ist da. Er ist glücklich, weil das natürlich schön freitagsabends und dann hat seine Mannschaft das noch gebogen. Wie hast du das Spiel gesehen? Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Glücklich, absolut. Besser kann man ja fast nicht in die Saison starten. So ein Ding dann irgendwie noch umzubiegen in der letzten Sekunde, das gibt Push, das gibt Freude. Ich fand uns erste Halbzeit wirklich sehr gut. Wir waren sehr dominant erste Halbzeit und haben wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Gehen völlig verdient meiner Ansicht nach auch mit 2-0 in die Halbzeit. Und was zweite Halbzeit passiert, nehme ich komplett auf meine Kappe. Ich habe den Jungs verboten, Fußball zu spielen und habe ihnen gesagt, Freude. Ich fand uns erste Halbzeit wirklich sehr gut. Wir waren sehr dominant erste Halbzeit und haben wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht. Gehen völlig verdient meiner Ansicht nach auch mit 2-0 in die Halbzeit. Und was zweite Halbzeit passiert, nehme ich komplett auf meine Kappe. Ich habe den Jungs verboten, Fußball zu spielen und habe ihnen gesagt, gegen das Pressing spielen wir nur noch lang. Hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten im Nachhinein, weil das Pressing auch nicht so geil war, klarer einfach ausspielen sollen und glaube ich, dann hätten wir uns mehr Torschancen erspielt. So ist dann so ein Fußballspiel oft gleich. Man fängt ein, dann geht es ein bisschen schwammig, die anderen kriegen Überwasser. Dann kriegt man das zweite nach einer Standard und dann wird es eklig. Dann ist es ein Zittern, ein Hin und Her und ja, mit dem glücklichen Ende für uns. Ja, genau. Und dann war das ja so im Spiel, da ging das Licht an und plötzlich hatte die einen anderen Gegner. Ne? Ja. Also als das wirklich an war, das war ja Scharmbeck, Pattensen, Asshausen, die kamen dann auf einmal. Ne? Ja, weil wir sie kommen lassen haben, glaube ich auch. Ne? Also ja, kamen sie und sie haben natürlich auch körperlich sind sie uns brutal überlegen, auf allen Positionen, glaube ich eigentlich. Also meine 70 Kilo Hüpfer da gegen die Brummer, da müssen wir schon alles reinschmeißen und das reicht dann halt auch manchmal nicht. Ne? Und finde, dass wir einen sehr guten Schiedsrichter hatten, das hat dem Spiel einen guten Touch gegeben, der hat das sehr gut geleitet, das muss man vielleicht auch mal, oder darf man vielleicht auch mal sagen. Und das sage ich nicht nur, weil wir gewonnen haben, sondern das finde ich wirklich. Ja. Und, ja, und umso schöner, dass wir, ja, vielleicht hätten wir kurz nach der Halbzeit schon das 3-0 machen müssen, da haben wir eigentlich den einen klaren Punch, haben wir, dann läuft das Spiel ja, natürlich ganz natürlich. Anders. Ja. Machen wir nicht. Und ja, umso schöner, dass die Mannschaft ja, meinen Fehler irgendwie ausbügelt und uns belohnt. Da bist du ja ehrlich. So, jetzt am Anfang habe ich ja gehört, gab es ein paar pessimistische Stimmen über den TV Meckelfeld, auch aus dem eigenen Reihen. Aber jetzt seid ihr zweimal im Pokal, habt ihr euch behauptet, ihr habt euch hier behauptet. Was ist denn das Ziel für den TV Meckelfeld? Ich möchte kurz vorher anfangen. Ich freue mich, dass du mir den Rahmen gibst, das irgendwie auch mal klarstellen zu können, weil ich das mit keiner Faser meines Körpers bisher überhaupt nachvollziehen konnte, dass es diese pessimistischen Stimmen gab. Weil Wechsel gibt es immer und überall. Natürlich haben wir auch Leistungsträger abgegeben, aber der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben jetzt seit 3 Jahren. Und wir hatten schon immer gute Jungs. Wir haben schon immer einen vollen Kader gehabt. Wir haben immer guten Konkurrenzkampf gehabt. Wir haben kein Spiel gemacht, wo wir nicht 18 Leute auf der Bank im Kader hatten. Ich musste mich ganz selten in der zweiten irgendwie mit Spielern behelfen, sondern wir haben einfach immer schon guten Kader gehabt. Und dann tun natürlich 2-3 Abgänge weh. Aber insgesamt ist so ein Abgang auch immer eine Chance für jemand anders. Wir haben 2 gute Jungs aus der A-Jugend dazu genommen. Wir haben 2 Externe. Kandall macht heute ein Traumtor, gleich zum Einstand. Das habe ich leider. Ich habe die Kamera ausgemacht. Die Ecke habe ich genommen also, und dann mache ich die Kamera. Unfassbar. Und dann,
prügelt er das Ding im Giebel. Also ganz jetzt, toll. Wenn Kandal den Ball auf dem linken hat, dann halt drauf. Das tut mir leid, ich habe das nicht mitgenommen. So, und aber normal, das Ziel musst du ja noch verraten. Wo wollt ihr hin? Das Ziel hat die Mannschaft definiert und die Mannschaft ist dieses Mal ein bisschen defensiver rangegangen in der Zielsetzung. Das freut mich auch, weil sie einfach, wir erstmal gucken wollten, wo stehen wir. Wir haben gesagt, heute ist ein klarer Gradmesser, wobei man den Gradmesser natürlich auch ein bisschen einschränken muss. Schamek ist sicherlich ja auch nicht mit ihrer Top-11 aufgelaufen, das muss man vielleicht fairerweise auch einordnen. So ein Bahn fehlt dann mit Sicherheit und ein Damm, wenn der nicht spielen kann, dann tut das denen schon weh. Das steht ja außer Frage. Trotzdem möchte ich diesen Sieg auch nicht kleinreden, gar nicht. Wie du sagst, wir haben im Pokal zwei Liga-Konkurrenten ausgeschaltet, ohne Frage. Und von daher bin ich sehr froh, dass die Mannschaft das defensive Ziel oder das etwas defensivere Ziel sich gesetzt hat. Ich nenne es nicht, weil es ist ein Teamziel, das ist intern bei uns, das hat die Mannschaft sich so überlegt, wir haben es alle unterschrieben und wir stehen da auch alle für ein. Den einzigen Wink, den ich gebe, ist, dass wir gleich in der Kabine einen Apfel pflücken werden. Ja, okay, gut, klasse. Und wen siehst du denn ganz vorne? Was ist dein Favorit in der Liga? Ohne sie wirklich zu kennen, aber einfach von, vom Verlauf und von Hören, Sagen, gehe ich auch mit, dass Westerzelle sicherlich irgendwie auf jeden Fall jeder auf dem Zettel haben muss. Ich habe auch von Schneverding eine ganz hohe Meinung. Die haben mit ihrer zweiten ja auch einen super Unterbau, die ja auch gnadenlos die Kreisliga da zerbombt hat eigentlich und nicht aufsteigen durfte. Deswegen glaube ich, dass sich diese beiden Mannschaften irgendwie oben andocken werden. Aber am Ende des Tages, neue Saison, neues Glück, man weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch ein Überraschungsteam dabei. Eure Wendesdorfer sind ja im Moment auch auf einem ganz guten Trip, so zumindest fühlen sie sich wahrscheinlich sehr gut und mal gucken, wie lange sie das aufrechterhalten. Ja. Wir werden das verfolgen. Ja, dir einen schönen Abend, das wird ein schönes Wochenende, viel das Spaß in der Kabine. Danke dir.